Ich möchte heute über ein besonders ernstes Thema sprechen, nämlich darüber, dass die Dualseelen gegenseitig dazu neigen, ihre alten Traumatisierungen auf ihr Gegenüber, auf ihren Herzmenschen zu projizieren. Das liegt daran, dass die seelische Nähe zwischen beiden, wobei man ja kaum von Nähe sprechen kann, weil es ist eine Einheit. Also diese seelische Einheit, sprich diese extremste Nähe, die überhaupt möglich ist zwischen zwei Menschen, ist eine Parallele, ein Spiegelbild zu der familiären, biologischen Nähe, die sie als Kind erlebt haben. Wobei hier familiäre Nähe, das Wort ist nicht zu verwechseln mit Wärme und Geborgenheit, sondern hier ist mehr die Nähe durch die Generation, durch das in dieser Familie geboren werden und anwesend sein gemeint. Hinzu kommt, dass Dualseelen einander über alles lieben. Und diese Liebe wiederum ist eine Erinnerung an die enorme, nicht mehr steigerbare Liebe, die ein Neugeborenes mit auf die Welt bringt und seinen Eltern entgegenbringt. Wenn wir also der Dualseele begegnen, wird Erinnerung wachgerufen und der Schmerzkörper berührt. Etwas in uns glaubt, in dem anderen ein Elternteil zu erblicken. Meist verläuft das recht unbewusst. Es dauert eine ganze Weile Wegstrecke in diesem Prozess, bis es einem bewusst wird, dass man beispielsweise, wenn man als Kind vom Vater sexuell missbraucht wurde, in dem Gefühlsklärer einen potenziellen Täter, vielleicht sogar einen wirklichen Täter, zu erkennen glaubt. Entsprechend ist die Angst vor ihm. Entsprechend schrillen alle Alarmglocken. Gleichzeitig, wenn es sich bei der traumatisierten Person, über die ich hier spreche, um die Loslasserin handelt, herrscht da diese unglaubliche Anziehungskraft, dieser Magnetismus, den der Gefühlsklärer auf sie abstrahlt. Und das ist nicht nur die Liebe, nicht nur ihre Bedürftigkeit bzw. ihr Bedürfnis, nicht nur ihr offenes Verhalten, sondern eben auch das Trauma. Das Spannende ist nämlich, dass gerade auch die Traumatisierung dazu führt, dass sie sich von dem Gefühlsklärer so angezogen fühlt, weil er ihr Trauma berührt. Und sie möchte intuitiv, dass ihr Trauma berührt wird, damit es heilen kann. Es ist hier also ein Widerstreit entgegengerichteter Kräfte. Einerseits die Angst vor ihm, denn er ist ihr ja so nahe und er ist ein Mann, wie es ihr Vater oder auch ihr Großvater, je nachdem war. Andererseits schreit etwas in ihr danach, weck mich auf. Durchschlage diese Mauern, die mich selbst von meinem eigenen Trauma abtrennen, sodass ich von mir selber abgetrennt bin. Bei dem Gefühlsklärer ist es hier eher umgekehrt.
Auch er wird durch die Frau, durch die Loslasserin, an eine alte, schwerwiegende Verletzung gemahnt. Da er aber eher dazu neigt, Altes zu verdrängen, glaubt, wenn er es in eine Kiste packt und dann in den Schrank stellt, hat es sich erledigt, wird seine alte Verletzung und die gleichzeitige Projektion dieser Verletzung auf die Loslasserin dazu führen, dass er flieht. Er haut ab. Er will nicht erinnert werden. Besonders stark ist diese Fluchttendenz bei weiblichen Gefühlsklärern, also Gefühlsklärerinnen. Bei ihr ist es so, dass sie irgendwann kaum mehr atmen kann in der räumlichen Nähe zum Herzmenschen. Und wie ich in einem anderen Video ja auch schon mal erzählt habe, sind weibliche Gefühlsklärer oft besonders schwer verletzt und auch besonders starke Verdrängungsmeister. Was können wir als Frauen, als Loslasserinnen tun, um diese Mechanismen, die teilweise heilend, teilweise aber auch ausbremsend sind, zu durchbrechen? Der Schlüssel ist hier, wie so oft, die Bewusstwerdung. Zu durchschauen, er war es nicht. Mein Geliebter war es nicht, der dieses oder jenes mir antat. Es gehört zu einer Person in einer weit zurückliegenden Vergangenheit. Noch einmal in diese weit zurückliegende Vergangenheit abzutauchen. Dieser Person, die das damals verursacht hat, quasi gegenüberzutreten. Und sei es nur für ein paar Sekunden und dieser Person symbolisch ins Gesicht zu sagen, du warst es und niemand sonst. Das kann sehr hilfreich sein. Und diese Entschlüsselung unserer eigenen Dynamiken mag sich übertragen auf unseren Geliebten, sodass auch er die Chance hat, in die Bewusstwerdung zu kommen, was ihm insgesamt ja wesentlich schwerer fällt als uns Frauen. Die enge Bindung, die wir als Kind zu unseren Eltern hatten, nicht im emotionalen Sinne, aber im spirituellen Sinne, dadurch, dass wir dort geboren, gezeugt, empfangen, im Unterleib getragen wurden, dadurch, dass wir dort waren. Diese enge Bindung findet sich auf anderer Ebene, in anderer Form in unserem Dualseelenprozess wieder. Und doch handelt es sich um einen ganz anderen Menschen. Der Gefühlsklärer ist in Liebe zu uns. Was, wenn wir schwer traumatisiert wurden als Kinder, für unsere Eltern oder zumindest einen Elternteil höchstwahrscheinlich nicht galt. Und diese Liebe erschafft den Unterschied. Sie erschafft den Raum der Heilung. Sie erschafft die Gnade und die Klarheit.
Und ich grüße euch aus Deutschland unter den blühenden Kastanien.